Im Folgenden modellieren Sie einen Reiseprozess mit einem BPMN-Diagramm. Zum Öffnen des BPMN-Diagramms klicken Sie im Bereich Modelltypen auf BPMN-Diagramm. Ein BPMN-Diagramm ermöglicht die Modellierung von Prozessen, auch organisationsübergreifend. Zustände werden durch Ereignisse, Tätigkeiten durch Aktivitäten wiedergegeben. Ereignisse und Aktivitäten stehen in einem kausalen Zusammenhang. Sie platzieren den Pool, der für einen Mitarbeiter steht. BPMN verfügt über eine Fülle von Symbolen. Daher werden in der Leiste Symbole nur die Basissymbole angezeigt. Sie platzieren ein Startereignis. Beim Platzieren eines Basissymbols werden Ihnen alle methodisch erlaubten Symbole zur Auswahl angeboten. Wählen Sie den Typ None, weil zu Beginn eines Prozesses noch kein bestimmter Typ gefordert ist. Es gibt mehrere Tätigkeiten, die beim Buchen einer Reise parallel durchgeführt werden. Modellieren Sie deswegen ein Gateway vom Typ Parallel Gateway. Modellieren Sie die Aktivitäten Flug buchen als User Task und Hotel buchen als Service Task. Das Hotel wird von einem Reisebüro gebucht. Modellieren Sie daher die Interaktion mit einem Pool, um dies darzustellen. Modellieren Sie den Pool Reisebüro mit den Lanes Angestellter Reisebüro und Innendienst, die für diese beiden Abteilungen stehen. Platzieren Sie ein Message Start Event in der Lane Angestellter Reisebüro, um darzustellen, dass eine Kommunikation, also ein Nachrichtenaustausch, stattfindet. Verbinden Sie dieses mit Kundendaten prüfen als User Task. Platzieren Sie in der Lane Innendienst Hotelzimmer nachfragen als Send Task und verbinden Sie diese mit Bestätigung erhalten als Receive Task. Platzieren Sie in der Lane Angestellter Reisebüro Antwort verfassen als User Task und verbinden Sie dieses mit einem Message End Event, um darzustellen, dass dieser Prozess zwar beendet ist, aber noch eine Benachrichtigung erfolgt. Verbinden Sie Kundendaten prüfen mit Hotelzimmer nachfragen und Bestätigung erhalten mit Antwort verfassen. Verbinden Sie Hotel buchen mit dem Message Start Event in der Lane Angestellter Reisebüro. Verbinden Sie das Message End Event in der Lane Angestellter Reisebüro mit der Task Hotel buchen. Jetzt ist diese Kommunikation vollständig modelliert. Das Hotel muss die Buchung bestätigen. Sie benötigen also einen dritten Pool, in dem Sie modellieren, dass das Hotel eine Anfrage erhält, bearbeitet und eine Antwort versendet. Und so sieht der Prozess des Hotels aus.
Modellieren Sie im Pool Mitarbeiter ein paralleles Gateway, um die parallelen Zweige des Prozesses zusammenzuführen. Der Reiseantrag kann abgelehnt werden. Modellieren Sie beide Alternativen. Modellieren Sie eine Task-Reiseanfrage anlegen als User-Task, auf die ein Gateway folgt. Modellieren Sie das End-Event Reiseantrag akzeptiert. Geben Sie den Namen ein. Platzieren Sie das Attribut Name. Kennzeichnen Sie die Kante als Standard Sequence Flow, um deutlich zu machen, dass dies der Standardverlauf ist. Sie sehen, dass die Kante automatisch einen Querstrich als Kennzeichnung erhält. Modellieren Sie als Alternative die Reise mit dem Auto ohne Übernachtung. Dazu gehört es auch, die Route zu prüfen. Modellieren Sie ein Compensate Intermediate Event Stornierung, Flug- und Hotelbuchung einleiten. Modellieren Sie als Alternative die Reise mit dem Auto ohne Übernachtung. Modellieren Sie dies als Subprocess. Modellieren Sie den Subprocess mit dem Autofahren. Modellieren Sie die Stornierung des Flugs. Wenn Sie Objekte verschieben, passt sich die Größe eines Pools automatisch an. Wenn Sie ein Intermediate Event auf den Rand einer Task ziehen, wird das Symbol automatisch zu einem Compensate-Event. Modellieren Sie die Stornierung des Hotels. Optimieren Sie Ihre Anzeige. Zu guter Letzt können Sie Ihr Modell speichern, zum Beispiel unter dem Namen Reiseprozess.